Jo, es geht auf zu einem Video. Ja, heute kommt Tipps und Tricks Video. Ja, wahrscheinlich seht ihr das Video nachmittags. Was soll ich sagen? Ach ja, heute, ja. Ja, Tipps und Tricks. Ich würde erstmal sagen, erstmal Creative und dann vielleicht ein bisschen, ja, und dann Tidy Spots und sowas. Ich bin nicht eigentlich schwierig, darum kann ich ein bisschen reinjoken. Das ist ja allererste Runde. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich kann schon mal eins sagen. Das erste ist, sucht euch schon mal einen Ladespot in Solo oder Duo oder Teams, das weiß ich. Aber das weiß, glaube ich, schon jeder. Aber die jetzt neu sind und das nicht wissen, so, das ist ein Tipp jetzt. So. Weil, wenn ihr schon jetzt rausspringt und wisst nicht, wo ihr landet. Irgendwo landet und dann seid ihr irgendwo und irgendwo habt keinen guten Loot. Ja. Zweitens, üben. Ja. Einfach üben. Aim Course, Courses, Edit Courses. Also Parcours. Und ja. Ein bisschen bauen üben. Auch schadet nicht. Ja. Ups. Ja, manchmal. Oder einfach so, auch einfach so. Aus Fahren einfach üben, wenn ich. Manchmal, wenn mir. Wenn ich noch nicht eingespielt bin. Ich fühle mich ein bisschen. Übe ich mich ein bisschen ein. Wenn ihr keine Endkosten habt oder sowas ähnliches, kann ich euch in der Videobeschreibung einfach linken. Oder in den Kommentaren, guck einfach lieber in den Kommentaren, da habe ich den Code reingeschrieben. Und ja. Einfach üben, so immer, wenn ihr jetzt Fortnite spielt, also noch nicht eingewärmt seid und sowas. Oder generell könnt ihr einfach so Maps einfach zu spielen, A-Training, genau. Ja. Und falls ihr noch nicht das Video geliked habt, dann würde ich das euch empfehlen. Viertens. ups. Viertens. Was kann ich noch sagen? Mach 4-1-1, so ist es, also üb Box, aber auf jeden Fall am besten ist Boxfight. Wenn ihr viel Boxfight übt, das ist so auch für Public alles gut. 1-1 kann man ja üben, ne, so ist nicht. Ja. Einfach mit viel mit Creative, ein bisschen spielen, ein paar Freunden. Oder einfach einen Trainer oder sowas in der ähnliches suchen. Falls ihr einen Trainer braucht, ja, ich bin eigentlich schon das mit der Tipps und Tricks schon. Weiß ich das, also kann ich, wenn ihr noch keinen Trainer habt oder sowas in der Art, kann ich euch helfen. Dann schreibt einfach in den Kommentaren, falls ihr Hilfe braucht. Ja. Ja. Fünftens. Fünftens. Über eure Mechanics, aber das kommt irgendwann mitten im Game so, dass ihr das irgendwann findet. Auf PC würde ich eigentlich sich mehr auf das Aim konzentrieren, weil editieren kann es eigentlich schon fast automatisch gut. Also einfach konzentrieren, die Edits zum Beispiel, die ihr noch nicht gut könnt, die einfach üben oder so generell, was ihr nicht so gut könnt, einfach üben. Und dann wenn so alles gleichzeitig, dann übt ihr das, was eigentlich gut seid. Und dann wenn das so gut ist, dann übt ihr halt die schlechteren Sachen. Wenn ihr alles 100% habt, theoretisch, dann seid ihr eigentlich gut. Ja. Was mir, also ein großer Tipp, was mir geholfen hat, auf theoretisch Controller und auf PC, also auf Maustastatur, einfach aggressiv jeden pushen, egal ob die stirbt, wenn, ja, warte, das kommt später, egal ob ihr stirbt, einfach jeden rushen und dann irgendwann wird die automatisch richtig gut und dann könnt ihr auch Gegner rasieren, wenn ihr jeden rusht, pusht.
Offensiven, nicht einfach im Busch kämpfen oder sowas, einfach campen. Aber manchmal muss man taktisch spielen. Darum ist jetzt gar nicht tabu, aber jetzt nicht das beste Weg. Am besten einfach jeden pushen, wenn ihr jemanden seht. Ach ja. Und wenn ihr stirbt, überlegt, also das ist jetzt ein neuer Tipp. Wenn ihr stirbt, dann würde ich euch empfehlen, einfach über eure Fehler nachzudenken und das nächste und dann das so gut wie möglich wie möglich einfach zu vermeiden. Ja. Gibt es noch irgendwelche Tipps eigentlich? Mit dem Map habe ich schon gesagt. Das größte Teil ist einmal trainieren. Und das ein Fehler ist, nicht so viel zu nachzudenken. Aber manchmal muss man schon nachdenken, 300 IQ Play machen. 300 IQ Play. Boah, ja. Einfach jetzt nicht zu lange überlegen, dass ihr 20 Jahre stehen bleibt und dann seid ihr schon tot. Manchmal müsst ihr schneller überlegen. Irgendwann habt ihr das automatisch. Kennt ihr das automatisch und dann bam, könnt ihr alles schon. Ja. Einfach die Mongol Classics üben. Ich zeige euch mal, was das ist. Die Mongol Classic. Das ist bei Boxfight sehr effektiv, wenn einer sich also in der Warte der Box verkennt. Wie hier. Hier zum Beispiel. Und du so hier bist. Dann übst du einfach das, dass du das so aufkriegst und dann nimmst du die Wand. Dann editierst du da. Okay, ich hab gefailt. Und dann so zum Beispiel. Dann schießt du theoretisch, wenn du eine Pumpgun hast. Oder jeder andere Buff, aber Pumpgun ist ja gerade am besten. Wenn du eine Pumpgun hast, dann machst du. Bra, ich faile, sorry. Bam. Es gibt auch andere Maps oder so. Es gibt auch dafür Maps. Ja, das zweite ist Tunneling. Tunneling ist so, wenn du zum Beispiel mit Fortnite Geld verdienen möchtest. Einmal so. Das kann ich schlecht. Tut mir leid. Ups. Ja, ich kann das auf Controller ein bisschen besser, aber. Ja. Einfach auf Controller. Dann so. Ja, theoretisch dann so. Aber wenn es gefällt hat. Ja. Ach, hat die wichtigsten. Wenn ihr auf PC seid, aber auf Controller sieht das genauso. Hier ist meine Controller-Settings, mit was ich baue. Ihr müsst euch, was ihr am besten schneller rankommt, wenn ihr am schnellsten damit rankommt. Also theoretisch. Also bei PC ist es sehr, 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 sehr wichtig. Bei Controller jetzt nicht so. Aber PC mehr. Du musst alles so, dass sie so, was sie so am besten drankommt. Bei Controller ist fast genauso. Denn hier Settings, ja, bei Controller. Ich habe ja im letzten Video meine Settings gezeigt. Ich spiele jetzt nicht mehr Controller. Aber selten. Ich habe vor, jetzt das noch einzurichten. Und ja. Das kann ich auch sagen. Sorry, ich hab nicht mal was abgeschrieben. Ich hab's einfach so spontan gemacht. Ja. Das Video noch zu lang geht, Bro. Muss das gleich bald beenden. Einfach üben. Guck, da war's gerade, dieser Mangreis. Ja. Viele von meinen Freunden haben das gewünscht, dass ich sowas mal mache. Also paar. Oder viele, eher gesagt. Ja, das ist jetzt auch ist jetzt theoretisch für Controller, PC, es ist für alle Plattformen. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lass ein Like und ein Abo da, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Road to 100 Abonnenten, so. Ja, wäre es geil, wenn ihr einfach 100 Abonnenten voll gemacht habt. Macht. Ja, ist einfach zu geil, Bruder. Vielleicht kommt dann noch ein Special. Vielleicht verlose ich was. Ja. Also lasst ein Abo da und ein Like.
Ja, wenn ihr 800 Abos kommt, dann kommt einfach eine Verlosung. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao!